Krimizeit in der Roten Werderhalle Hermine Bertholdstraße. Der wiedererstarkte Werder Bremen, 3 Siege in Folge im Pokal, Bundesliga und Europacup, erwartet in der Tischtennis-Bundesliga den TTF Ochsenhausen. Gut 500 Zuschauer freuten sich auf spannendes Spitzentischtennis. Ein Sieg würde dem Gastgeber sehr gut zu Gesichte stehen, bei einem spärlichen Punktekonto von nur 2:8. Ochsenhausen mit 4:6. Teamchef Sascha Gräber hält den Zelluloidball flach. Ja, ich denke, wir sind Außenseiter in dieser Partie. Ochsenhausen ist zwar auch nicht so gut in die Saison gestartet, aber die letzten Jahre waren sie immer ganz oben dabei in Europa. Hinter Ochsenhausen auf die zweitbeste Mannschaft Europas gewesen. Ich denke, wir sind heute Außenseiter. Es geht los in der ersten Partie. Der Einser gegen den Zweier. Es stehen sich gegenüber André Gacina und für Werder in Grün Adrian Krisser. Der erste Satz geht mit 11:6 an den Kroaten Gacina. In Durchgang 2 erkämpft sich Krisan eine rasche 9:3 Führung. Doch der 64. der Weltrangliste holt auf und liefert sich mit Adrian Krisan sehenswerte Ballwechsel. Von 3:9 auf 9:10. Lohnt sich für den Ochsenhausener die Aufholjagd? Nicht so ganz, denn mit variablen und sicheren Rückhand-Topspin-Bällen schafft Krisan den Satzausgleich. 1:1. Satz 3 geht wieder an Gacina. Krisan gleicht aus, sodass der 5. Durchgang die Entscheidung bringen muss. Zu 4 aus Sicht Gacinas. Krisan fasst Mut, verwandelt mit einem knallharten Rückhandtop. 5:4 für Krisan im 5. und entscheidenden Satz. André Gacina trotz dem Netzball mit Mut zur Offensive. Zwischen 9:10 aus Ochsenhausener Sicht. Adrian Krisan blockt nervenstark am Tisch. Gacina schlägt ein Luftloch. Der erste Punkt für Werder. Der wichtige Auftakt-Sieg ist knapp geschafft. 11:9 im 5. Satz. Gratulationen von der Bank. Natürlich ist es jetzt psychologisch einfacher für Jens Lundquist, in die Box zu steigen. Jens Lundquist steht also gegenüber Thiago Apollonia. Das Spiel des Zweiers gegen den Einser. Übrigens eine ganz hervorragende Center-Court-Atmosphäre in der immer noch neuen Roten Werderhalle. Platz für die Zuschauer. Vor, hinter und auch über dem Tisch. Aber auch die Gäste gelangen in den Sog der guten Stimmung. Apollonia holt sich den ersten Satz mit 11:4. Im Durchgang 2 berappelt sich Werder Schwede. Lundquist und Apollonia auf Augenhöhe bis zum 10:10. Hier glänzt der frisch gebackene Vize-Mannschafts-Europameister mit Konsequenz und Cleverness. Satzausgleich zum 1:1. Trainer Christian Tammers Puls geht sichtlich in die Höhe. Im Durchgang 3
Ballwechsel auf hohem Niveau, die keines Kommentares bedürfen. Für Lundqvist. Kurzer Aufschlag, den leichten Return verwandelt der Schwede knallhart zur 2:1 Satzführung. Sehr zur Freude des Bremer Publikums, von dem an diesem Tag wohl niemand den Besuch bereuen dürfte. Auch durch Weltklasse-Ballwechsel wie dieser bei 6:5 für den Portugiesen. Jawohl, so aufregend kann Tischtennis sein. Apollonia gewinnt diesen Satz mit 11:8. Auch im Entscheidungssatz suchen beide Akteure das kompromisslose Angriffsspiel aus der Halbdistanz. Angefeuert von dem gar nicht so hanseatisch zurückhaltenden, aber sehr fairen Fachpublikum, zeigen beide Athleten bis zuletzt Höchstleistungen. Das Spiel allerdings geht am Ende mit 11:7 im 5. Satz an Thiago Apollonia. 1:1 somit der ausgeglichene Spielstand. Die Begegnung der beiden Dreier. Kamal Achanta für Werder trifft auf Kirill Skachkov. Der indische Nationalspieler lässt dem Russen Skachkov im ersten Durchgang überhaupt keine Chance. Mit 11:2 geht der erste Satz klar an den Neubremer. Achanta dreht auch im zweiten Satz auf, doch Skachkov findet immer besser in die Partie. Ja. 11:8 für den russischen Nationalspieler in Satz 3. Hier legt Kamal Achanta sowohl kämpferisch als auch emotional noch einen Zahn zu. Er weiß, dass es in seiner Partie um sehr viel geht. Ja! 12:10 und damit 2:1 Satzführung. Erwähnt werden muss, dass Skachkov durch einen Ausrutscher eine 10-minütige Verletzungspause benötigte. Inwieweit diese Unterbrechung Einfluss auf das Spiel nahm, bleibt wohl ungeklärt. Auch im vierten Durchgang lässt sich Achanta nicht das Heft aus der Hand nehmen. Beim Spielstand 10:6 macht Achanta, wenn auch mit einem Kantenball, den berühmten Sack zu. Dramaturgisch nicht so toll dieser Abschluss mit Kantenball, weil das faire Publikum sich natürlich mit Jubelarien zurückhält.
Gleichwohl ein ganz wichtiger Punkt für Werder durch Kamalachanta, den seine Familie vielleicht mit einem Extraküsschen belohnen wird. I was a little bit on stress because I play Skaczkov. I lost to him the last time I played. So we were a little bit nervous. I was a little bit nervous. But when I won, we thought, okay, now is a good chance. Next game, please. Man spricht international. Das Spitzenduell der beiden Einser. Adrian Crisan für Werder, Thiago Apollonia. Hier sind sehenswerte Ballwechsel die Regel.